Und damit Mahlzeit und zurückgegrüßt hier in Mordor. Und heute geht es darum, erstmal noch ein bisschen Miriamse zu sammeln, dass wir die Schwertaufwertung bekommen, weil wir ja Orphael Sturm da freigeschalten haben. Bei den anderen beiden Waffen wäre es halb so wild, wenn wir die jetzt noch freischalten sollten. Und da haben wir jetzt keine so super Runen. Ratbag, ja, hörst du, Idiot, eigentlich nie zu? Wenn man bedenkt, wie häufig unsere Hauptmänner sterben, ist er mir all den Ärger nicht wert. Gut, also, die Orks sind immer noch unzufrieden mit Ratbag. Und wir auf der Suche nach Miriamsen. Ne, bei den anderen Waffen wäre es nicht schlimm, die epische Fähigkeit freizuschalten. Weil wir da jeweils noch einen Runenplatz haben, den ich entbehren kann. Bei dem Schwert allerdings möchte ich mir den letzten noch kaufen, bevor wir das schalten, weil die Runen eben doch nicht schlecht sind. So, wir versuchen das auch ein bisschen im Schnelldurchlauf zu machen. Ganz einfach aus dem Grund, wir machen jetzt schon ganz schön lange Nebenquests. Puigadol Dagor! So, das war gut. Tschüpp. Hier ist gleich das nächste. Haben wir auf der Karte auch schon gesehen. 100 Fuß weg. Na, 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 na. So, loslassen. Es ist bestimmt wieder hier unten drin. Versteckt. Dusch hat sich darüber beschwert, dass seine Rüstung... Natürlich. Ich hab's gehört. Der Schmied hat... Ich weiß doch, wie die ticken. Nanir, Gelaia Mordor. Das ist gar nicht wahr. Das war Tridaeolchid Efuin. Melon. Und der Bestienmeister hat einen Kauf hinterhergeschickt. Nächstes Ziel ist ein Artefakt. Und zwar noch tiefer in der Festung. Hier scheint es gar nicht so viele Orks zu geben. Dachtest du, du könntest dich in der Dunkelheit vorbeischleichen, Feigling? Ladbug. Ladbug. Es kann nur einen mit einem ähnlichen Namen geben. Und der ist auf unserer Seite. Zack. So wird das wirklich nichts. Zack! Zack! Ja, du kannst geschwächte Hauptmänner greifen, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, aber... Geht das wieder los. Und alle, du gehörst mir! Ja! Zack! Das war nötig. Nur den Hauptmann, genau, nur dich will ich. Er wird gleich noch fliehen, weil wir so lange nicht angreifen mehr. Das war wieder der Falsche. Zack. Der regeneriert sich doch schon wieder. Das ist wegen diesem Hast-Niederlagen wahrscheinlich. Ja, na, ja. Der regeneriert schon wieder. Zack, jetzt. Oh, das gibt es nicht. Vor allem kommen jetzt die ganzen Dicken hier. Die treffen, die treffen, die treffen. Das ist echt der beschissenste Vorteil, den ich bis jetzt gesehen habe bei den Drecks-Hauptmännern. Oh,
du kommst nicht weg, wenn da so viele Speere rundrum sind. Nur noch ein paar Schritte und er gehört mir. Na gut. Du gehörst mir. Wir werden sie. Wir düsen nach. Ärgerlich. Dieses Hast-Niederlagen ist der beschissenste Vorteil, den ich bis jetzt gesehen habe. Weil wenn du den fast kaputt hast, der regeneriert sich einfach wieder bis zur Hälfte und dann musst du wieder lange auf den einprügeln. Bis dahin hat sich eine riesige Horde geschart und dann kriegst du die nicht kaputt. Blöd. So, einen Grogbecher haben wir gefunden. Die Geschichte von unappetitlichen und mit Dreck überzogenen... Die Geschichte vom unappetitlichen und mit Dreck überzogenen Grogbecher der Uruks ist nur ein Mythos. Uruk-Ausbilder prügeln ihren Schützlingen ein, ihre Grogbecher so sauber wie möglich zu halten, um der alten Soldatenkrankheit vorzubeugen. Diese Becher werden üblicherweise aus in riesigen Brennöfen gebranntem Ton hergestellt. Aber Mordor hat sich als sehr ertragreich für die Uruks herausgestellt und einige Becher sind jetzt aus Metall und Holz. Schau einmal, guck. Die feinen Uruks. Wir tun das heute Nacht. Kein Rumkommandieren mehr von diesem verdammten Uruk ein. Wir schleichen uns in die Kaserne und lassen diesen Schrack schön ausbluten. Wenn er erst tot ist, ist er nicht mehr so allmächtig. Und dann haben wir hier das Sagen. Du und ich. Alles wird uns gehören. Frisches Fleisch? Mehr Grog? Wir werden nie mehr Hunger leiden. So viel steht schon mal fest. Na? Da geht's zweien recht gut. So. Nächster Halt, Bogenauftrag. Dieser Grog ist eine bittere, aber effektive Medizin. Diese Uruks sind wirklich unredliche Spiegelungen meiner Art. Vor allem, gegen wen kämpfen die da drin noch? Ich bin doch schon lange weg. So. Bitte starten. Belagerung des Schattens. Er lauerte unter den eisernen Mauern und ein jeder närrisch genug hinunterzublicken, wurde einem schnellen Tode zugeführt. Hab im Wind gerade seltsame Laute gehört. Töte 10 Uruk-Männer, ohne Dothak zu betreten. Scheiße, das war keiner davon. Ich schwöre, dass ich etwas bei den Felsen gesehen habe. Es war keine dieser Bleichhäute. Es war eher wie eine Grauhaut. Wo sind die denn, ist die Frage. Ah, hier oben ist er noch. Zack. Den kann man doch auch ran, oder? Ja. Ah ja, ist gut, du verlässt das Auftrag nur in dem kleinen Fleck hier. Da ist noch einer offen. Wie viel haben wir? Keine Ahnung. Sehe ich nicht. Ich geh mal Elbengeschosse holen. Oh nein! Nein. Du Mane! Man erzählt sich, du hättest eine Hundertschaft von Uruks aus dem Weg gefegt. Diesen Gerüchten werde ich ein Ende setzen.
Das geht nicht gut. Das kostet uns den Auftrag. Ach, du hast Niederlage. Sag bloß. So, nein. Keine Zeit. So, drüber und jetzt ganz schnell. Und Alex. Zack. Jetzt heilt er sich wieder hoch. Zack. Komm schon. Sehr gut. So, widmen wir uns wieder unserer Aufgabe. Können wir soweit vor? Ja, den schaffen wir auch. Müssten wir 8 haben. Aber 10 brauchen wir. Können wir ja hoch. Hast du gerade etwas gehört? Naja, ist gut. Das ist wirklich knifflig hier. Ja, Mann. Was war das? Da unten steht einer. Naja, ich komme ja ganz kurz zu euch. So, einen brauchen wir noch von den lustigen Gesellen hier. Ich dachte, ich habe den Auftrag verloren. Komm, hau mal auf die Erde. Der Auftrag zerrt sich wie Karim. Oh, kommt da etwa noch? Nee, es kommt keiner. Es sind nur noch die 3. Moment. Den Treff. Da interessiert das die überhaupt nicht. Doch! Bleibst du stehen! Er kommt! Er kommt von allein! Sehr schön! Askar. So, du hast die Legende des Bogens Askar zur Hälfte vollendet. Askar wurde vom Geist erneut geschmiedet und seine Geschichte wurde in ihm eingraviert. Beende, um die Legende, um deinen Bogen zu vollenden. Alles klar. Die Frage ist, hatte ich das beim Schwert auch schon, aber das bloß verpasst? So, da hat man hier diese 4 Elbengeschosse. Wir haben da gar keine neue Rune bekommen. Das soll einer verstehen.
Keine Ahnung, haben wir auf jeden Fall die 380 schon zusammen. Erstmal haben wir noch einen Fertigkeitspunkt erhalten. Den brauchen wir für den sofortigen Todesstoß. Den finde ich ganz gut. 390, na, das trifft sich doch. Ach, das, als hätten wir's so ausgemacht. Waffen und Runen. So. Nah an der Sturm. So. Details. X. Ach so. Jetzt probieren wir das mal aus. Ich muss beide Tasten nach unten drücken. Der Uruk ist tot. Und es passiert nichts. Alles klar, hier unten haben wir das Zeichen. Ich kann es euch gerade nicht zeigen, aber unten neben den Elben geschossen, da ist das Zeichen für diesen Urfael-Sturm. Und da kann ich dann wahrscheinlich beide Sticks nach unten hämmern und dann kann ich unbegrenzt viele Vollstreckungen machen. Nützlich, nützlich, nützlich. Ich habe mich entschieden, wir machen weiter jetzt die Nebenquests. Es wird wahrscheinlich noch diese und nächste Folge dauern. Ich mache diese hier einfach ein bisschen länger. Und dann machen wir Hauptabträge weiter. Aber ich bin jetzt einmal drin. Ich bin jetzt einfach einmal drin. Es ist mittlerweile um 7. So langsam, aber sicher könnte es hell werden. Ist schon hell. Und ja, dann machen wir ganz einfach beim nächsten Mal Hauptaufträge. Na? Dafür einen nach dem anderen. So, zum Einbruch der Nacht wurden seine Truppen von Ghulen geraubt. Ist nicht beraubt? Allein stieg. Ach nee, die ganzen Truppen sind geraubt von der Sachen gibt's. Ei der Daus. Zum Einbruch der Nacht wurden seine Truppen von Ghulen geraubt. Allein stieg er an die fauligsten ihrer Nester herab und tötete jede Kreatur, einschließlich ihrer Matrone. Was auch immer eine Matrone ist, wir hauen sie um. Los geht's. Oh oh. Bam, bam! Zack! Zack! Ah, ihr seht schon unten. Urfael Sturm wird relativ schnell voll. Das können wir eventuell jetzt sogar ausprobieren. Kann ich aktivieren? Nein, kann ich nicht. Ach doch, kann ich. Es ist aktiviert. Zack. Hier, ich kann einen nach dem anderen. Das ist sehr gut. Bringt uns nur gerade nichts, weil die Ghule generell ziemlich schwach sind. Seit wann spucken die denn? Und zack. So, ein Nest haben wir noch. Und das war hier. Ah, diese spuckenden Ghule sind furchtbar. Töte Ghule-Matrone. Wow. Gut, neuer Feind, Ghoul-Matronen. Ghoul-Matronen sind die gefährlichsten Exemplare ihrer Art. Sie schlagen stets zurück, wenn du sie angreifst. Also sei bereit, ihnen schnell auszuweichen. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Ey, das geht gut. Oh.
Komm. Oh, oh. Zack. Ja, das geht gut. Gut, wir haben es vorher gelesen. Oh, 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 oh. Zack, zack, und ausweichen. Komm, 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 Geistesblitz. Ich will den Geistesblitz. Er klappt nicht jetzt. Zack. Oh, oh. Zack. Puh. Die waren nicht unbedingt einfach. Und es werden auch nicht unbedingt weniger. Sollte ich mich aus der Ghoul-Höhle rausbewegen? Nein, hier ist noch ein Artefakt drin, natürlich. Tötet diesen Ghoul? Wer ist hier drin? Naja, erstmal haben wir eine Spitzhacke gefunden. Die Uruks bezeichnen Bergbauer auch als den schwarzen Flöz bearbeiten. Sorry, aber dafür bin ich echt zu lange wach. Die Uruks bezeichnen Bergbauer auch als den schwarzen Flöz bearbeiten. Da sie Eisen und Diamanten aus der Erde holen, um ihre Kriegsmaschinerie damit zu betreiben. Sie sind geschickte Bergleute und verwenden häufig Spitzäxte. Das ist eine Spitzhacke, ja? Ja. Und verwenden häufig Spitzäxte wie diese, um Erze abzubauen. Jetzt allerdings befinden sich die Spitzäxte in den Händen von Sklaven und die Uruks sind die Aufseher. Alter, den schwarzen Flöz bearbeiten. Ich weiß, das ist nichts Schlimmes, aber es klingt so lustig. Schwarze Hauptmänner und Urukai. Verdammt soll ich sein, wenn ich sagen könnte, wer schlimmer ist und warum wir überhaupt für diese Narren arbeiten. Wir sollten die Macht haben. Kommt schon. Wollt ihr nicht auch die Peitsche schwingen, anstatt ständig unter ihren Hieben zu leiden? Mit deinem Geschwätz bringst du uns alle ins Grab. Ach, was soll das? Glaubst du, ich rede nur so vor mich hin? Ich spreche von weniger rumgejammer, mehr rumgehämmer. Da ist ja schon die erste Kehle, die ich aufschätzen werde. Ja. Den schwarzen Flöz bearbeiten. Ganz dringend. Diese Sklaven sind verloren. Nein. So muss die Folge heißen. Den schwarzen Flöz bearbeiten. So, jetzt haben wir hier noch 1, 2, 3 kleine Sachen und eine Schleichequest. Die Schleichequest mache ich jetzt nicht. Aber ich hole noch eins von den Sachen hier. Lediglich sterben werden sie. Verloren sind nur wir. Erstmal muss ich hier wieder rausfinden. Jetzt bin ich dann in der nächsten Folge erstmal drin gefangen. Hm? Alter, was ist das? Achso, Kraut. Hä? Oh oh, hallo! Wo kommt ihr denn her? Ihr wart doch gerade noch nicht da. Scheiße. Ich finde natürlich die einzigen beiden Karago hier in der Höhle. Ich muss erst befliehen. Oh, Alter! Hoch! Die Türme, die retten mir echt den Arsch. Nicht zum ersten Mal. Nichtsdestotrotz
muss ich weiter. So, die waren erstmal beschäftigt. Sehr gut. Na. So, ich bin mal so frei. Und düse hier schon mal einfach mitten rein. Kann ich hier nicht hoch? Oh, es ist doch eine Steinmauer. Einer der Häuptlinge hat wegen der Hexerei des Tags völlig den Verstand verloren. Sehr gut. Da haben wir wieder was. Tri-Leich. So, wir können doch bestimmt noch irgendwo was. Jetzt ja. Eine Insel. So, 70 Fuß. Ah, jetzt geht's doch wie's Brezelbacke. Ein modriger Foliant. Dieser Almanach ist in Leder gebunden und scheint über 100 Jahre alt zu sein. Bei den darin enthaltenen Schriften handelt es sich um historische Erzählungen, Gedichte und Übersetzungen aus ganz Mittelerde. Er enthält alte Werke aus den großen Reichen Gondor, Arnor und Numenor und sogar einige Lieder aus den der weit entfernten Halblinge. Der sonderbarste Eintrag ist das Klagelied, ein Gedicht in Versform, dessen Ursprung seit vielen Jahren von Gelehrten heftig debattiert wird. Einige mutmaßen, dass sein Verfasser ein Ent, ein Hüter der Bäume gewesen sein könnte. Wahrscheinlich hören wir jetzt einen Auszug aus dem Klagelied. Ist das Artelas oder Hedas? Warum finde ich nichts in diesem Almanach? Nun, es gibt nur einen Weg, sicher zu sein. Ross. Und jetzt warte ich. Entweder heilt das mein Fieber, oder ich bin in ein paar Sekunden tot. Nichts davon wird passieren. Man muss es zerreiben, damit es seine heilende Wirkung entwickelt. Du, die Ausgestoßene. Ich bin Aaron. Ich bin nie dazu gekommen, euch zu danken, Waldläufer. Von eurer Art gibt es nicht viele am Schwarzen Tor. Die Pflicht erstickt hier meist jegliche Güte. Darum bin ich auch desertiert. Ich bin Hirkon. Na schau an, so haben sie sich kennengelernt. Er hat sich blöd angestellt beim Kräuterfressen. Darauf stehen die Chicks. So, was haben wir hier noch? Noch ein Ifilin. Ich versprach Ioret, dass wir eines Tages nach Anduin reisen würden, wenn dir Hael erwachsen ist. Wir wollten zusammen dorthin und die Säulen der Könige sehen. Hoffentlich können Hirgons Leute entkommen. Ich weiß nicht, wo du deine Familie wiedersehen wirst. Das Ende der Menschen lässt sich mit dem Blick der Elben nicht erkennen. Das ist doch wieder ein Nahrungssturmbringer, oder? Du, Marle! Hey! Was machst du da oben? Komm hier runter! Auf meine Klinge! Okay. Das war gar nicht nah, der Sturmbringer. Zack! Aber der war doch gerade noch relativ alleine hier gewesen, oder täusche ich mich da? Alter! Macht mal halblang! Spring. Hep. Spring bitte wieder. Was soll das denn? Kletter doch da hoch. Ich will jetzt nicht sterben. Hep. Oh Gott. Oh Gott. Hier geht's auch nicht hoch. Komm ich hier hoch? Nein. Bitte klettern. Puh. Da sind wir aber ganz schön blöde weggerannt jetzt. Wir werden schon bald genug zu kämpfen haben.
links weg. Schieße den Köder herab. Wo haben wir denn hier einen Köder? Nehmen wir den Köder. Wenigstens was los? Nee. Ich hätte vielleicht doch lieber die Cargo befreien sollen. Genau, kommt mal alle hierher. Ich gehe derweil hier rüber. Ich mache euch hier. Ne, die sehen mich gerade gar nicht. Doch, man sieht mich. Bitte einmal klettern. Hallo. Jetzt stellen wir uns aber blöde an. Jetzt klappt's. So, Nathadir et Wegenin. Wir müssen flüchten. Wir müssen flüchten. Nur wohin? Wir könnten natürlich auch. Und das werde ich wahrscheinlich eher machen. Den dreckigen Tag gesehen. Anfangen, die Karago zu befreien. Schlag den Tag nieder! Zack! Oh, nichts gibt's hier. Einmal hoch. Sehr gut. Wo bin ich überhaupt? Ich bin hier. Hier drüben gibt es noch eine Schleiche-Quest. So, Folge ging recht lange. Wir haben jetzt hier eine Schleiche-Quest, ein Artefakt und noch einmal Ausgestoßene. Ansonsten ist die Map, soweit ich das weiß, leer. Das heißt, nächste Folge die drei kleinen Sachen und eventuell geht's dann schon los. Mal schauen. Wir gucken uns das an und damit entlasse ich euch in die Nacht. Bis morgen. Haut rein. Ciao.